Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox-Mode. Wir haben in der letzten Folge ja mal kurz das neue Update vorgestellt und hier mal die paar Bahnen noch verbunden, die irgendwie keinen Zugang hatten zu irgendwelchen Wegen und natürlich hier unseren Picknick-Bereich haben wir gebaut. Wo irgendwie noch nicht so ganz viele hinsitzen wollen. Jetzt kann man gucken, der Weg ist aber doch verbunden, oder? Ja, ist er. Okay, dauert vielleicht was, bis sie das annehmen, ich weiß es nicht. Ja, hier können wir nochmal irgendwann diese Wasserachterbahn noch mit unterbringen. Die passt hier in den Bereich, glaube ich, ganz gut rein. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal das hier fertig machen. Das ist ja wohl klar. So. Da haben wir unser Mäuerchen. Schauen wir mal, was können wir jetzt als nächstes bauen. So, den Garten und so, das mache ich erst später, denke ich. So, wir könnten hier noch irgendwas hinzaubern. Ich überlege gerade, ob es Sinn macht, dass wir das Mäuerchen weiterbauen. Und dann quasi, oder hier machen wir einen Zaun entlang, das wäre auch noch eine Variante. Und dann würde ich hier auch nochmal ein Gebäude, also irgendeinen Shop oder sowas hinmachen. Achso, hier haben wir ja auch noch. Ach, genau, das müssen wir auch noch machen. So, Läden und Servicegebäude, da wollte ich hin. Was haben wir denn? WC haben wir dort. Getränkeshop haben wir dort. Wir könnten entweder was zu essen holen oder mal einen Erste-Hilfe-Shop machen. Das ist hier die Frage. Geldautomat wäre auch noch eine Variante. Souvenirläden machen wir, glaube ich, einen Imbiss hin, oder? Was haben wir denn? Fritten. Missy Good. Chief Beef. Hoppla. Den würde ich hier mal hinzaubern. So. Ja. Gebäude. Filter, Inhaltspaket, Grusel. Weil ich schon gerne auf die Wände hier gehen will. Kryptamauer. Muss ich nur gerade mal schauen. Wie wir das hier am besten machen. So. Bin jetzt mal wieder wie üblich am Probieren. Das kennt ihr ja. So. Den können wir dann auch mal wegmachen. Den können wir da wegmachen, genau. So ein
Torbogen würde ich hier vielleicht hinmachen. Kryptamauer 2 Meter. Oh, ich sehe schon, wir brauchen Burgmauern. Ich wollte gern irgendwas in der Richtung einsetzen. Okay, Burg. Dann müssen wir das da wegmachen. Burgmauer. 2 Meter. So. Und da brauchen wir hier natürlich auch Burg, 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 Burg. Machen wir mal so. Torbogen, Burg. Aber nicht spitz. So. Genau, wunderbar. Machen wir nämlich so ein bisschen ruinenartig hier. So. Doch, das gefällt mir. Torbogen brauchte ich noch, ne? Rundbogen. Rund ist besser, ja. So. Jetzt ist die Frage, kriegen wir da Weg rein? Oh, so breit natürlich nicht. So die Richtung hier irgendwie. Na. Ich mache hier gerade mal weglöschen. Raster auswählen. Kann ich nicht das Gebäuderaster auswählen? Das ist aber doof. Wow. Doch, kann ich. So, genau. Den haben wir. Und da brauchen wir jetzt dann noch den Zuweg. Geht das so oder können wir das? Ne, können wir nicht so. Müssen wir dann ein bisschen in der Art hier machen. Ja, geht aber. Jetzt ist das da wieder rund. Hallo? Ich wollte das nicht rund haben. Ich hätte das gerne eckig. Ja.
Okay, kriegen wir offenbar nicht eckig hin. Ja, ist dann halt so. Aber dann können wir hier... Würde ich jetzt nämlich gerne so Parkdinger hinmachen. Haben wir da irgendwas Passendes? Western. Gruseliger Picknicktisch. Den können wir nämlich schön hier hin machen. So. Passt doch. Und dann können wir da noch eine Mülltonne hin platzieren. Genau, dort. Wow. Nee, so nicht. Dort aber. So. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und das kriegen wir dann auch noch ein bisschen verdeckt. Wow. So, genau, dann haben wir da ein bisschen Fels. Den schieben wir mal. Moment. Gehört er zu einem Gebäude? Galpi Energy. Gehört er tatsächlich? Nein, nein, ich will nur das Schild bewegen. Verschieben. Gebäude bearbeiten. Es nicht kopieren. Verschieben. Okay, es gehört zu einem Gebäude. Warum nicht? So, machen wir es mal dorthin. So. Hier können wir so ein paar Steinstücke noch platzieren. Ja, hier können auch welche hin. Kriegen wir die auch? So, dann gab hier doch noch den Steinhaufen. Wo ist denn der? Ist der beim Dekor? Nö. Ach so, das ist keine Burg. Haha. Das ist das Geheimnis. Steinhaufen ist keine Burg. Jetzt gehen wir doch gerade nochmal aufs Inhaltspaket, weil da ist er sofort. Der hier? Bin ich jetzt blind? Alles. Da ist der
Genau, die Steinstücke. Dächer? Ist das hier was Scenery? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ach, der ist tatsächlich bei Scenery. Okay. Na denn? Wo sind wir denn? Da. So war das jetzt nicht gedacht. Und so tief wollte ich den auch nicht vergraben. So. So, da können wir den auch noch ein bisschen platzieren. Da auch noch ein bisschen was. So. Da können wir auch noch ein bisschen. Und dann wieder hier auf die Kollegas. So. Dach. Machen wir dann Krypta. Achso, wir brauchen ja noch einen. Haha. Filter weg. Gebäudeset Castle. Und hier. Wir brauchen ja noch vorne das. Vor dem Laden. Gebäude auswählen. Edit. Wand. So, jetzt aber. So, hier sind wir mit 4 Meter definitiv zu weit. Deswegen gehen wir hier mal auf die 2 Meter. Machen das hier so. Trick 17. Da klappt der Trick nicht so gut. Machen wir es so. So ginge. Jetzt mal auf die Höhe kommen. Dann müssen wir das hier so machen. So. Achso, habe ich den wieder abgewählt. War nicht mein. Machen wir das so oder machen wir hier sowas hin? So in der Art. So. So wäre auch eine Variante gewesen.
Gute Frage, wie machen wir das am geschicktesten? So in der Art. Ein bisschen Ruine ist ja immer ganz gut. So. Da ist eh schon ein Loch. Vielleicht noch. Wie passt der am besten dahin? Doch, so sieht es, glaube ich, gar nicht so verkehrt aus. Die Frage machen wir hier so ein. Ja, machen wir so. Hier brauchen wir ja auch noch. So, da könnten wir aber vielleicht auch so ein, oder? Genau. Passt. Und natürlich überall dann der Schutt, der da rumliegt. Wo liegt er denn? Ist der hier im Zubehör? Treppen müssen wir auch noch irgendwo einsetzen, aber da habe ich gerade noch keine Verwendung für. Alles. So, machen wir das mal weg. Inhaltspaket. Gruselig. So. Da haben wir es doch. So, schön überall Steinchen rumliegen lassen. Das finde ich gar nicht so verkehrt, wenn die da auch mal so, Sehr schön. No, so wollte ich. So, dann stapelt sich das hier nämlich schön an der Wand. Und so, wunderbar. Doch, das gefällt mir. Es hat was.
So. Können wir noch ein bisschen tiefer setzen? So. Und da müssen wir, glaube ich, hier noch ein bisschen was davor packen. So. Ja, damit würde ich aber sagen, beenden wir die Folge für heute. Wir sind eh schon zeitlich mal wieder völlig drüber. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir ja, das Gebäude hier noch weiter bearbeiten. Ups. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.